Na, ihr Ottos? Jo. Na, du Otto. Geht wieder los. Baywatch Berlin, eine neue Folge, ist zum Abschluss bereit in der Startrampe der guten Laune. Seid ihr gut drauf? Top. Ja. Fast ja, ey. Wie unglaubwürdig kann man das denn sagen? Wenn ich jetzt der Chef wäre von so einem Animateurverein irgendwo in so einem Drei-Sterne-Hotel auf Mallorca, dann würde ich sagen, du gehst jetzt nach Hause, du ziehst die Leute nur runter. Du musst gut drauf sein, ja. Und dem muss auch eine gewisse Professionalität bewusst sein, weil ich frage dich jetzt eher in amerikanischer Weise. Okay. Ich will nicht wissen, wie es um euer Leben, euer Herz, euer Innerstes bestellt ist. Das können wir dann später irgendwann mal in so kleinen Schattierung nochmal weiter besprechen. Schreiben wir dir eine Mail. Ne? Ja. Ja, oder wir kommen so drauf. Ne? Ja. Aber wenn man erstmal am Anfang von so einer Folge sagt, wie geht's, dann heißt es super, los geht's. Ja, ich bin halt ein bisschen traurig, weil ich den Leuten nicht meine Stimme in gewohnter Qualität darbieten kann. Und ich habe praktisch den Kampf gegen die Stimmbänder verloren. Und ich weiß, als ich das letzte Mal so eine Stimme hatte, hatte ich Corona, hatte ich eine gute Ausrede. Jetzt ist es einfach nur, ich weiß gar nicht, woher es kommt. Hast du dir einen Casper eingefangen? Genau. Was könnte ich denn versuchen als Casper? Ja, Hinterland zu sagen? Könntest du mal sagen. Hinterland! Nee. Genau, so klingt's. So, ja, so ungefähr. Ne? Haben wir dem nicht mal Rachendrachen geschenkt? Ja. Kam nicht so gut an. Nee, ne? Aber wir hatten dem irgendwann in der Sendung, da jetzt mittlerweile kennen wir uns ganz gut und ich würde sagen, wir haben fast familiäre Bande zueinander. Ja. Hier von unserem Team. Ne? Ja. Wir haben ihn also mit unseren langen Affenarmen haben wir ihn reingeholt ins Team. Aber früher, irgendwann mal vor vielen Jahren, da haben wir ihm Rachendrachen geschenkt. Und dann in der Sendung. Und das kam dann nicht so gut an. Kam nicht so gut an. Ja. Ja, also wie gesagt, deswegen, liebe ZuhörerInnen, ich entschuldige mich für diese Stimme. Bitte seht davon ab, mich selber zu informieren, dass meine Stimme euren Ansprüchen nicht gerecht wird, per Nachricht. Hm. Das interessiert mich auch nicht so sehr. Aber ich kann ja trotzdem sagen, es tut mir leid. Sollen wir nochmal in deine alte Qualitätsstimme reinhören? Oh. Das war so schön damals. Das geht aber gut mit der Stimme. Ja. Ich habe schon Angst gehabt, ob ich jetzt, ob das das erste Anzeichen ist, dass ich in die Pubertät komme. Ach, meinst du Stimmbruch? Weil hast du schon Haare am Sack? Genau. Sind dir die Zähne ausgefallen schon? Ich habe jetzt so ein erstes Haar am Hodensack. Und ich habe auch gemerkt, dass mich auf einmal Frauen auf eine ganz andere Art und Weise betören. Früher habe ich es eher abgelehnt, mit ihnen zu spielen. Und jetzt auf einmal denke ich so, mit der würde ich ja gern mal ein Eis essen. Ja. Dieser Frau, die ich da sehe. Oh, eine Frau. Aber bist du aus der Phase raus, dass du Frauen immer gerne ärgerst? Genau, also es ist noch so, dass ich versuche, die erstmal zu ärgern, einen Hahn ziehen, um überhaupt eine Kontaktaufnahme zu erreichen. Mit einem Plastikschwert hinterherrennen. Genau, das ist schon doch so, aber ich auf der anderen Seite möchte ich auch einen Spuckesee machen und ins Kino gehen mit denen. Ah ja. Und da denke ich, also zusammen mit dieser Stimme und meiner pickligen Stirn, es könnte endlich die Pubertät ins Haus stehen. Ich würde es dir nur wünschen. Wir warten ja alle drauf. Ja. Und also dann geht bei dir praktisch auch die Nase in der Nase jetzt auf. Weißt du, was die Nase in der Nase ist? Nee, was ist das? Die Pheromone jetzt erriechen kann. Ach, das meinst du, dass deswegen mich Dinge betören? Ja, du, das ist der Lockstoff, den du vorher wahrscheinlich einfach nicht wahrgenommen, ne? Nicht wahrgenommen hast und so. Und dann riecht es jetzt bei dir im Büro auch immer wie damals im Vorraum, praktisch in dem Publikumsraum von Viva Live. Ich weiß genau, was du meinst. Ja, früher war es so. So ein Mix aus Tennissocken, Schweiß und alter Schultasche. Guter Laune. Genau. Und so eine alte Schultasche, wo noch ein Brot drin ist. Ja. Schon sehr lange schon. Ja. Und da war es nämlich so, früher gab es bei Viva, die Sendung Viva Live, die habe ich jeden Tag moderiert, also in Anführungsstrichen moderiert, habe ich da hinter dich gebracht. Habe ich da rumgesessen und immer irgendwie da meine Fragen da gestellt. Mhm. Und dann war es so, vor der Sendung musste ich dann so aus der Maske da so durch den Zuschauerraum, wo die sich getroffen haben vorher, dann ins Studio rein, vor denen. Und dann musste ich da immer so durch. Und das war so ein kleiner Raum, da haben die ihre Jacken ausgezogen und da haben die sich dann so rumgeschubst, so wie man sich das so vorstellt. Hey, ne? Und so. Und dann musste man da so dann durchgehen. Und da habe ich wirklich vorher, bevor ich Tür aufgemacht habe, Luft angehalten. Weil die da waren da schon 20 Minuten und da können die ja nichts dafür. Sondern da, es stinkt natürlich bestialisch. Und jetzt kann man das natürlich im Nachhinein viel besser nachvollziehen, wie das so war, wenn man hat ja auch, glaube ich, einen höheren Melatoninausschuss und deswegen pennt man ja so unglaublich lange. Deswegen kann man ja so bis 2:30 nachmittags schlafen. Ja, ich habe heute noch bis 17 Uhr geschlafen. Ja. Und gestern noch. Aber dann atmest du natürlich, weiß ich nicht, 14 Stunden in denselben Raum. Ja. Machst natürlich, drehst, also auch so ein jugendlichen Ding ist, die Heizung auf 5 zu drehen. Ja, damit man in der Unterhose sitzen kann. Jugendlichen ist nie zu heiß. Ja.
Nie. Aber ihr seid ja jetzt schon beide durch die Puper, ne? Mhm. Ja. Was kommt noch auf mich zu? Ja, überhaupt. Also der ganze Testosteroneinschuss und diese ganz unsortierte Gewalt, die dann aus dir noch rausbrechen wird. Wie Gewalt? Ja, dass du hier rumpöbelst und dann sehen wir dich da im Hof vor Florida TV und dann schmeißt du dir die Mülleimer um. Um zu rebellieren. Oder fängst an zu taggen. Ja, oder du wirst natürlich. Ach so, ja, ist schon. Und dann wirst du auch nicht mehr auf Schmittis Regeln hören, weil das ist so ein inhaltlicher Vatermord. Du bist nicht mein Vater, Schmitti! Halt die Fresse! Keine Liebesbriefe in der Arbeitszeit, ne? Na, du wirst irgendwann rebellieren und wir werden alle weggucken müssen. Und dann gerätst du in deine erste anstrengende Beziehung, wo wir alle sehenden Auges schon wissen, das kann nicht gut gehen. Ja. Die tun sich nicht gut, die zwei. In welche bist du gerade, Klaas? Was denn? In wen bist du gerade, Klaas? Schon sehr lange in dieselbe. Okay. Ja. Kannst du mal den Zettel Pfeife geben? Ja, wieso? Fragen. Ja, okay. Ja. Wenn ich dich einmal mit Rauschgift erwische. Oh, Rauschgift. Das Wort habe ich auch lange nicht mehr gehört. Das ist Rauschgift, das ist wirklich aus so Aufklärungsfilmen aus dem Fernsehen. Ja, Rauschgift. Ja, hallo, verkaufen Sie Rauschgift? Habt ihr eine Zeitung, vielleicht ein Magazin für mich? Also, ihr seid ja schon ein bisschen älter, ne? Mhm. Und habt ihr, sag ich mal, eine CD-ROM, wo so draufsteht XX7773 und wo ich die ich mal ausborgen könnte? Mhm. Ja. Einfach eine CD-ROM, wo ihr vielleicht so ein bisschen auch was abgespeiert habt. Weil ich komme nicht ins Internet. Weil das Modem und der Internetrechner ist bei meinem Vater im Arbeitszimmer und ich habe selber kein Internet. Ich bräuchte eine CD rum. Und wenn man da im Internet ist, es auch. Ich komme nicht ins Internet, Schmitty. Ach so. Das ist super teuer. Mhm. Ja, also er hatte da mal so ein T-Shirt an, wo drauf stand: Porn crash my computer. Vielleicht gucken wir doch mal in seinen alten Schubladen. Aber würdet ihr mir da so ein CD rumbrennen? Gebt die auch zurück wieder. Okay. Das war wirklich. Aber das waren auch so Leute, die dann immer immer haben wollten, ne? CD-ROM oder so. Und dann kamen die immer mit einer, und haben mir gesagt, dann musst du deine Spindeln mitbringen. Ja, stimmt, ja. Das war dann so ein Plastik. Ja, so ein Plastikding. Dorn, wo die so draufgestapelt waren, ne? Ja. Also, ich weiß, euch ist es auch unangenehm, aber wenn auf der CD-ROM Gina White 7 wäre, fände ich das gut. Ja, jetzt sagst du das so offen, ne? Ja, es war, also da, ich habe darauf gelernt praktisch. Gina White 7 habe ich gelernt drauf. Ist schon lange her. Ja. Viele 20 Jahre, aber ich bin ganz offen, aber darauf habe ich gelernt. Ja, mir wird das zu persönlich. Ja, ich wollte auch sagen. Mir wird das alles ein Stück zu persönlich und ich glaube, wenn du irgendwann mal raus bist aus dieser Phase, da bereust du das. Ah, das kann sein, ja. Ne? Ja, wenn man so jung ist und in den Puper, dann machen wir auch mal Fehler, ne? Ja. 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 Also ich könnte jetzt einmal, dass ich jetzt auf meinem BMX gehe und Tricks übe oder wir machen jetzt einfach weiter. Also ich möchte einfach nur, dass du nicht, also bestimmte Fehler, die man so machen könnte, die ich auch teilweise gemacht habe, dass du die nicht mal zum Beispiel, ich habe großen Ärger gekriegt mal, als ich ins Freibad eingebrochen bin. Ach. Das sind so typische Sachen, die man dann macht, ne? Das traue ich mich nicht. Ja. Hätte ich auch nie gemacht. Da hat mich richtig die Polizei da rausgeangelt. Echt? Ja. Haben die so am Beckenrand gestanden und gesagt, so, das ist jetzt beendet. Gab es da Lob von den Eltern? Nee, aber die Polizisten fanden es nicht so schlimm. Okay. Ja. Solange dir keinen schlimmen Oktober einfängst. Ja, ja. Naja. Du triggerst aber auch die Leute da draußen. Ne? Der schlimme Oktober. Naja, ich habe nochmal nachgefühlt bei meiner Mutter, ob das jetzt verjährt ist. Habe ich mitbekommen. Ja. Da war ganz kurz, also wir waren ja jetzt, als wir im Saarland waren, waren wir bei Thomas Eltern auch und da gab es Käsekuchen, habe ich ganz viel gegessen und naja, so und vielerlei Sachen, es war ganz schön und es war eine richtig gute Stimmung. Ja. Es war so auf der Terrasse, die Tür war auf und alle waren so da und dann gab es was zu trinken und es war also richtig herzlich und so. Wir haben nämlich mit dem ganzen Drehcrew dort eine Pause gemacht. Genau, ne? Bei dir im alten das Zuhause. Das war wirklich eine bizarre Situation. Im Garten. Ja, da wo du, ne? Die halbe Firma da, ne? Ja. Exakt. Und da war richtig gute Stimme und dann hörte ich, wie Thomas halt denkt, ne, man muss ja, es gibt ja bestimmte Fragen, da muss man den richtigen Moment abpassen, wann man die stellt. Ja. In seinem privaten Umfeld. Ja. Wenn man genau weiß, wenn man das im falschen Moment stellt, kriegt man sofort sowieso. Sofort nein. Ja, genau, sofort nein, fängt man sich eine. Und aber wenn gerade so eine Welle der Euphorie da ist, dann kann man mal so eine Frage schnell einweben. Ja, auch unterzeugen, wo vielleicht so ein Druck entsteht, dass man da den Spaß hat. Kannst du mir 50 Euro leihen? Ja. So, Moment. Dann hat man auch die Eltern mal so. Ganz schnell. Ja.
Und dann war es aber so, dass in dieser sehr guten Stimmung, die nicht besser sein könnte, hast du gefragt, wie ist das denn mit dem schlimmen Oktober? Darf ich das mal erzählen? Und da kam wirklich ein scharfes Schwert namens Nein und hat die gute Laune abgeschnitten. Und zwar präzise wie ein Sushi-Messer. Da musste das ganze Team das Haus verlassen. Dann sind wir Tränen gefahren. Ne? Ja. So war es. Ne? Also da war richtig Schluss. Ja. Dann wurde dir richtig die Fußmatte reingeholt. Mhm. Also es war genau ein klares Nein, kann man sagen. Ne? Ja, sehr starkes Nein. Ja. Starkes Nein. Achtung, Newsflash. Was? Ja. Kriegen die Leute jetzt eine Push-Nachricht, wenn das Geräusch kommt? Sollte ja. jeder bekommen. Ich habe nämlich, also wenn mir gestern Twitter aufgemacht hat, es gibt nur ein Thema für mich. Mhm. RTL hat Details zur Passion. Achso, vielleicht für alle, die jetzt nicht wissen, was los ist. Genau, weil wir begleiten das auch schon länger. Wir begleiten Thema. Das, wir sind Mediapartner von der Passion. Sehr gut, ja. Wir sind offizielle Partner, wir präsentieren die. Ja. Wir präsentieren und die. Und wir haben praktisch von der Social Media Marketing Agentur von RTL den Auftrag bekommen, das zu verlängern ins Internet. Genau, das zu pushen. Ja. Wie medial. Genau, die Verwertungskette, ne? Ja. Auf eine Wertschöpfungskette teilzuhaben. Ja. Und das machen wir. Die Passion ist eine sehr gute Idee von RTL. Tipp. RTL hat gesagt, jedes Jahr ist ja Ostern. Das ist berechenbar. Genau. Einmal mehr ist Ostern. Und was hat sich besonders viel verkauft? Die Bibel. Ja. Leute sind richtig geil auf die Bibel. Ja. Genau. Und da gibt es eine Geschichte, die also, ja, die Passionsgeschichte, ne, die rund um Ostern, also eine ganz besondere Aktualität bekommt, jedes Mal wieder. Und da ist auch, da geht auch richtig was ab. Es ist wirklich eine der spannenderen Geschichten aus dem Buch. Ja, würdest du das so sagen? Ja, klar. Ja. Ne, da ist schon Action. Kann man nicht anders sagen. Und da macht er natürlich, he does his magic, ne? Ja. Also Schmidt, kannst du kurz die Geschichte, weil du bist der einzig Bibelfeste hier im Trio, würdest du die kurz zusammenfassen, was da mal passiert? Ne, so grob. Das muss ja jetzt nicht auf Anspruch auf theologische Genauigkeit. Also soweit ich das noch weiß, ist die Passionsgeschichte eher die, dass Jesus halt seinen Gang zum Kreuz macht. Also, das heißt, der wird da irgendwie vor Gericht gestellt, dann wird er verraten, dann wird er irgendwie Judas. Grün und blau gehauen. Ja. Muss dann irgendwie mit einem Kreuz auf dem Rücken nach Golgotha hoch. Ein echtes Kreuz, ne? Daher kommt das Sprichwort, ein schweres Kreuz habe ich hier zu tragen. Er musste wirklich ein echtes Kreuz tragen. Dann trifft er noch Maria Magdalena, die gibt ihm, glaube ich, irgendwie noch mal was zu trinken, dann wird er da ans Kreuz genagelt. Döner. Und letztlich steht er dann auch wieder auf. Ich weiß nicht, ob das noch zur Passionsgeschichte, er steht wieder auf, ja, weil der Wecker klingelt. Er wird ans Kreuz genagelt, dann ist ihm tot, Schmitty. Den Speer in die Seite gerammt und irgendwie mit Essig einen Schwamm da reingedrückt und dann stirbt er. Und Essigschwamm noch. Ja, und dann, oder er kriegt den zu trinken. Er hat, glaube ich, dann Durst am Kreuz. Schmeckt doch gar nicht essig. Ja, der ist doch auch am Anfang, da fuchtelt der doch so mit den Händen und sagt, die Arme zuerst, die Arme zuerst. Nee. Ist das nicht Monty Python? Also. Ja. Jetzt haben wir da unsere Fakten durcheinander geschleudert. Ja, aber grob sind wir im man Thema. Merkt ihr, man merkt ja, es ist ein großes Interesse da und gleichzeitig aber ein großes Wissensdefizit. Ja. Und das wird RTL jetzt ausgleichen. Genau, mit der Entertainment-Kanal. Genau, und die haben jetzt mal ein bisschen geleakt, was da los ist. Und zwar, geleakt, sagt man schon. Ja, Moment, also jetzt haben wir immer noch nicht verstanden. Das ist ja noch so abstrakt, was es sein soll. Die haben also diese Geschichte zur Grundlage genommen, jetzt da so eine Art, Karl-May-Festspiele, nur ohne Karl-May. Also so eine Art Jesus-Festspiele wollen die da machen. Das wollte ich gerade erzählen hier. Genau. Aber die wollen es im Fernsehen machen mit Promis und dazu gibt es jetzt Details. Das wollte ich nur sagen. Und man kann das dann im Fernsehen angucken, wie er da wohl mit seinem Kreuz zu tun hat. Ja. Das Zauberwort ist schon mal Live-Event. Oh. Das ist gut. Live-Event. Keine Fehler rausschneiden. Ich glaube auch nicht, dass da was schief geht. Nee. Also, wir erzählen, das twittert RTL, wir erzählen die größte Geschichte aller Zeiten. Nicht weniger als das. Die Können Passion. Wir dazu Musik haben, Schmidt? Ja, was nehmen wir denn da? Ja, diese was Kirchen, diese schöne, große Musik. Ja. Dann wirkt es besser. Ja, diese Mönchsgeseier da. Wir erzählen die größte Geschichte aller Zeiten, die Passion, das große Musik-Live-Event am 13. April ab 20.15 Uhr beim RTL. Jetzt. Mit einem Star-Aufgebot inszeniert RTL auf dem Burgplatz in Essen die bedeutende Klasse. Passionsgeschichte als großes Musik-Live-Event. Die Passion ist eine moderne und ungewöhnliche Darstellung der letzten Tage im Leben von Jesus Christus, zum Leben erweckt und in die heutige Zeit transportiert. Oh nein. Mit Hilfe bekannter Popsongs. Oh Gott. Thomas Gottschalk führt als Erzähler durch die Passionsgeschichte. Alexander Klavs übernimmt die Rolle des Jesus. An seiner Seite übernimmt Schauspieler und Sänger Mark Keller die Rolle des Judas. Oh, den finde ich besonders gut. Hoffentlich sind die Los Keleros. Da hat auch sich auch Thomas gefreut, dass der Mark Keller mit dabei ist. Ja, Thomas Keller, großer Mark Keller-Fan. Ja, kann ich gleich nochmal erzählen. Ja.
Jesus Mutter Maria wird von Sängerin und Show-Allround-Talent Ella Endlich gespielt. Als Petrus kommt der deutsche Sänger und Musikproduzent Late Aldin, konnte der gewonnen werden. Henning Baum übernimmt die Rolle von Pontius Pilatus. Oh, anspruchsvoll. Die weiteren Jünger werden gespielt von Samuel Koch und seiner Frau, Sarah Elena Koch, Gil Ofarim, Stefan Ross und seiner Frau Anna-Karina Wojcik, Sila Sahin, Thomas Enz, Prinz Damien sowie Mareile Höppner und Nicolas Puschmann. Außerdem mit Gast- und Cameo-Auftritten dabei Rainer Kallmund, Nelson Müller, Kati Karrenbauer, Wolfgang Barrow, Ingolf Lück und Tanja Schewtschenko. Es ist nicht zu fassen. Was hast du da? Warum ist das nicht zu fassen? Ja, was ist denn jetzt auf einmal so negativ von dir? Nee, nein. Das hat jetzt für mich einen Unterton gehabt. Gar nicht, nein. Also, ist nicht zu fassen, weil es so toll ist, ne? Dass man denkt, wie kriegt man das denn alles hin? Das ist eine ganz mutige Entscheidung, zu der wir jetzt schon gratulieren. Aber ich habe jetzt fast schon wieder, ich würde jetzt schon mal einen Fehler nicht machen, jetzt an RTLs Stelle. Könnt ihr euch noch an das große Promi-Völkerball erinnern auf Pro7? Dunkel. Ja, das war irgendwo, haben die dann in Magdeburg oder sowas, haben die da Völkerball gespielt. Ich glaube, das war das, ne? Da haben die da so eine exquisite Truppe da eingeladen. Und die eigentliche Party, die eigentliche Show, wenn man so will, war im Hotel. Die Sendung an sich zog sich ein bisschen, aber im Hotel ging es richtig ab. Da ging eine Scheibe zu Bruch, da hat einer dem anderen eine geknallt. Ich weiß nicht mehr, warum. Wie bei Let's Dance. Ist das da auch sich so? Da mit Corona anstecken, dann kann man die Sendung nicht mehr weiterführen, wenn man ein bisschen Pech hat. Ach. Hört man. Wie? Na, dass die es da krachen lassen nach der Sendung, haben die mal ordentlich zünftig gefeiert. In alle Savoy Bar? Weiß ich nicht. Und dann ist da wohl Corona rumgegeistert. Aha. Und jetzt haben sie keine Kandidaten mehr für ihre Show. Naja, aber das ist ja, wir sind ja kann bei passieren. Der Passion, ne? Ja, sorry. Also, wen spielt Kati Karrenbauer? Ich muss mal eins sagen. Das Kreuz? Ja, ihr habt da falsche Vorstellungen. Ihr denkt, das wäre so wie im Europapark, ne? Dass sie da so ein paar Palmen aufstellen, dann ist das Golgotha. Nein, RTL wird das folgendermaßen machen. Die werden auf dem Festplatz da in Essen. Ja. Aber ist das schon, also gibt es den Festplatz in Essen oder muss der Platz erst zum Festplatz werden? Naja, ich glaube, die haben den Namen da drin. Da heißt doch Pferdemarkt in Essen. Ach so. Okay. Das weiß ich nicht. Irgend so ein Platz. So, und da werden die sind, glaube ich, so pfiffig, dass die daraus so was Modernes machen. Das heißt, das wird aussehen wie eine DSDS-Bühne in Form von einem Kreuz. Typisch, so auf dem Boden. Ah, so mit blau glitzern. So Riesen- ja. Und LEDs. Ist das so wie Kirchentag? Ja, Kirchentag mit so einer Bumsdisco. So. Ja. Weltjugendtag. Ja. Das ist aber schon, also ein blaues Kreuz. Ist meine Vermutung. Als Bühne. So auf dem Boden, weißt du, wie bei Foo Fighters, wenn Dave Grohl so in die Zuschauer rein, auf diesem... So eine Egozunge. Ja, sowas. So nennt man das, eine Egozunge. Wenn Bono vorne in die Leute reingeht, das nennt man Egozunge. Ah, okay. Ja. Sowas wird es dann für Jesus Christus geben, so eine Egozunge. Ja, das hätte der auch damals schon verdient. Das ist ja geschichtlich alles ganz schön daneben gelaufen. Genau. Was der alles geleistet hat, ist ihm ja gar nicht zuteil geworden. Ist jetzt eine andere Geschichte, aber da werden mir viele Gläubige werden mir zustimmen, dass man sagt, den hat man ja, also der hätte damals schon eine Egozunge verdient. Ja. Amen. Dann denke ich, Thomas Gottschalk kriegt so einen exponierten Platz irgendwo. Der ist mit so einem Steiger da auf 10 Meter hochgefahren. Dem wird dann immer angeleuchtet, wenn er seinen Einsatz hat und da die nächsten Sachen erzählt. Und dann kommt dann Kati Karrenbauer, macht einen Gag und dann singt Alexander Klavs wieder was. Und so, das wird ganz toll. Ich hoffe auch, dass das Wetter vielleicht nur so mittel ist, dass man dann so die Kameras sind dann so mit so einer Plastikplane überdacht, ne, die Leute mit Regenschirmen da stehen. Das ist so meine kleine Hoffnung, aber ich schalte ein. Oh, das klingt echt fantastisch. Ja, und da gucke ich auch auf Pro7, weil man kann ja so, wir sind ja Pro7 sehr nah. Und wir würden ja gerne auch mal über so ein Mega-Event berichten im eigenen Sender. Wir sind ja immer dazu gezwungen, dass solche Highlights dann von RTL kommen. Und da gucke ich auch auf Daniel Rosemann, wann er denn endlich mal sowas bietet. Aber was denn? Was wäre denn? Die Erstkommunion. Ja. Was würde man denn da so? Gibt es denn in der Bibel noch geile Stories? Kaum. Kaum, ne? Kaum. Da ist eigentlich nicht, so nicht mehr geladen, viel los. Ne? Ich würde das so machen wie Schillerstraße eigentlich. Dass die Leute selber auch gar nicht so genau wissen. So als witzige Impro-Nummer. Ja, genau. Kain und Abel mit Elton und Simon. Oder? Ja. Ja. Und so einer ruft ab und zu immer jemand Leberwurst, damit sie was improvisieren. Genau. Und dann immer die große Frage, wer hat den Hammer? Ja. Also ich sehe Großes auf uns zukommen. Ja, fantastisch. Ich würde am liebsten Thomas Gottschalk eine SMS schreiben, ob das gut wird. Aber es ist, glaube ich. Aber er erfährt wahrscheinlich auch am Tag der. Ja, er liest sich da mal ein. Das ist auch so, dass. Die Bibel kenne ich, kein Problem, ruft mich an. Man bringt jetzt gar nichts, wenn man jetzt so 2 Wochen, 3 Wochen vor Ostern
ihn jetzt anruft. Da ist er noch nicht im Thema. Da ist er nicht im Thema. Nee. Das ist einfach, er kriegt dann einen Zettel unter der Tür im Hotel de Rom durchgeschoben. Ja. Und da steht Passion und dann heißt es Schuhe an, ab geht's. Ab in ICE nach Essen. Wie viel Latein wird er uns präsentieren? Oh, das stimmt. Das könnte ein Einstiegsgag sein, dass er so anfängt, auf Latein alles zu erzählen. Dann sagt er, opala, ist ja RTL. Ja, Mel Gibson hat doch die Passion auch schon komplett auf Latein. Das wusste ich, habe ich nie gesehen, ja, weil ich Mel Gibson so verachte. Ja, der hat auch, glaube ich, seine ganz eigene Sicht auf diese ganze Geschichte. Ja, ne? Ganz antisemitische Sicht auf die Geschichte. Eher, ne? Ihr müsst alles runterziehen, ne? Jetzt freuen wir uns erstmal auf Kati Karrenbauer. Cool, dass wir da auch Medienpartner sind, Klaas, dass du uns darüber, uns da so reingebracht hast in diese Position. Ja, was man für 37 Euro nicht alles kriegt bei RTL. Ne? Ja. Was ist das mit Markella und Gottschalk da? Ach, die mögen sich einfach. Ja, die sind einfach, Markella. Zwei wie Pech und Schwefel, muss man sagen. Ja, ich glaube einfach, dass die Beziehung besteht daraus, dass Markella viele Geschichten erzählt und Gottschalk auch viel nickt in dieser Freundschaft. Ja. Okay. So habe ich den Eindruck mal gehabt. Wo ist denn unser Kerscher? Ach, Leute, ihr könnt doch nicht jetzt hier von so einem tollen... Ja, die Passion, unsere Passion. Der ist, der ist noch im Einsatz, praktisch nicht hier. Also es gab ja wirklich nochmal... Meine Außenstelle ist ja... Es ist ja echt, was ja wirklich jetzt mal gut ist, man sagt dir oft im Streit oder so, ne, dann sagt man, ich habe das so gesagt und der andere sagt, das hast du überhaupt nicht gesagt und so. Und dann würde man sich so sehr wünschen, dass man irgendwie so zurückspulen könnte. Aber das ist natürlich im wirklichen Leben gar nicht möglich, ne? Und da muss man sich irgendwie dann so einigen und jeder schluckt so seine Wut runter. In diesem Fall ist es ja so, es ist ja ein sogenannter Podcast, das ist ja aufgenommen, es ist ja, it's out there. Und viele liebe Menschen, die diesen Podcast hin und wieder hören, konnten nochmal so in die Geschichte zurückgehen und rausfinden, dass anders als du es dargestellt hast, es gab hier eine Podcast-Folge, da habe, glaube ich, erzählt, dass ich sowas brauche, was jetzt nötig ist, wahrscheinlich genau vor einem Jahr, weil jetzt ist auch wieder Terrassenreinigungszeit. Und du hast gesagt, ja, schickt uns dieses Gerät, Schmitti. Mhm. Und also im Ergebnis hat Klaas ihn dann mit nach Hause genommen. Ja, es gibt auch ein Foto, wie er das mit seinem Auto wegtransportiert. Dürfen wir das posten, Klaas? An Tag 1. Ja, von mir aus. Wie der so dreist in deinem Sportwagen liegt. Wenn euch das befriedigt. Ihr wisst ganz genau, dass ihr das normalerweise nie gekriegt hättet ohne mich. Ne? Also, dass ihr von der, dass ihr überhaupt mal den Hochdruckstrahl mal halten dürft, auch im metaphorischen Sinne, das habt ihr mir zu verdanken. Gut, zu was Erfreulicherem. Es geht ja immer noch um die goldene Rouladenkönigin 2022. Wo sind eure Einsendungen? Es geht um den großen Kampf Mutter Schmidt gegen Mutterhäufer Umlauf. Sie sollten braten und würzen und zubereiten. Ja. Und hier soll sie verkostet werden in diesem Podcast, eigentlich heute, auf zwei Tellern. Ich hätte es jetzt nochmal warm gemacht und dann hier gefressen, um sie zu küren. Also, ich kann dazu Folgendes festhalten. Wie ist Ihr Stand? Ja, also meine Mutter ist angereist. Ja, sehr gut. Und ist schon in der Hauptstadt. Sehr gut. Ja, also wurde gesehen. Ja, ja, ja. Nein, also sie ist da. Hat sie auch beobachtet, wie sie Zutaten gekauft hat für die Rouladen? Ja, genau. Da jetzt hier mit Kai Pflaume? Nee, sie ist da, muss jetzt, wenn meine Mutter, muss man sich so vorstellen, wenn Merkel da in Mitte in ihrem, in ihrem Supermarkt. Bei Ulrich, ja. Ja, genau, bei Hit Ulrich. Ja, genau. Da geht ja Merkel, so ähnlich ist das auch bei meiner Mutter, lässt sich bloß in welches Portemonnaie klauen, da ist sie ein bisschen cleverer. Ja. Aber so war sie da, hat also alles eingekauft und ich habe alles ist fertig. Ich habe gestern Abend, habe ich das gegessen schon mal. Ah, echt? Also es riecht bei euch gerade wohlig nach Roulade? Ja, ich habe Rosenkohl gegessen und so kleine Kartoffeln und zwei Rouladen. Und wie sind die? Die sind hervorragend. Ja? Ja, die sind wirklich hervorragend. Also das heißt, du zeigst dich siegessicher? Absolut. Wobei, du bist ja nicht der Besitzer deiner Mutter. Du drückst deiner Mutter die Daumen. So muss man das sagen, ne? Ich bin nicht der Besitzer meiner Mutter. Nee. Das ist nicht so. Aber wir sind natürlich uns schon verbunden, ne? Ja. Auch eine Zeit lang wirklich ganz direkt über eine Nabelschnur. Ja. Ne? Aber jetzt also im übertragenen Sinne immer noch. Und deswegen sind wir schon ein Team. Und ich habe, also mir das sehr gut geschmeckt. Ich habe das gestern Abend gegessen und habe gedacht, sie hat es immer noch drauf, das alte Mädchen. Und ist deine Mutter siegessicher? Ja, klar. Hat sie Lust auf den Titel? Sie hat auch schon so einen Satz gesagt wie, mir ist es scheißegal, ob ich gewinne. Hat sie auch schon gesagt, gestern Abend. Aber sie hat trotzdem natürlich mitgemacht. Also sie ist nicht so ein Competition-Typ. Mhm. Es fiel der Satz, mir ist es scheißegal, ob ich gewinne, aber ich mach dem das.
Okay. Ja, und auf dieser Basis ist ja viel Mutter-Sohn-Verhältnis. Ja. Egal, also, Hauptsache er ist zufrieden. Es war auch ein bisschen, es wurden auch Sätze gesagt beim Kochen, der will doch nur, dass der was zu essen kriegt. Wurde auch gesagt. Bitte? Ja. Ich will das nur wiedergeben, was in der Küche so geredet wurde. Das war also nicht missmutig und jetzt auch nicht mit Ablehnung. Ja. Hat er gesagt, ne, Hauptsache er kriegt was auf den Teller. Und weißt du noch damals, als der extra hierher gekommen ist für Kohlrouladen, da sieht man mal, wie gerne der isst. Ja, so ist es. Ja, und der denkt sich ja wohl immer wieder was aus, dass man ihm Essen macht. Und so Sätze sind gefallen. Ja, und jetzt habe ich das also alles, meine Mutter hat das alles aufgetaut jetzt, also sie hat das schon so vorgekocht, aufgetaut und so weiter. Es ist da, ich hätte es heute mitbringen sollen, ich habe das vergessen. Ja, es bringt ja nur was, wenn Mutter Schmidt auch liefert. Ja, aber jetzt nicht am selben Tag. Also du musst heute... Eigentlich wollte ich am selben Tag beide verkosten. Du musst heute... Sonst muss ich mir doch merken, wie die geschmeckt hat. Ja, okay. Vielleicht aufschreiben. Ist aber das vielleicht die Rettung für ProSieben? Nee, für deine Mutter ist das die Rettung, weil ein bisschen Tage dazwischen liegen. Nein, Kampfprogrammierung. Ach. Gegen die Passion gibt es das große Rouladenfressen von Jakob Lund. Oh, live. Schlecht, live. Erzählt von Klaas Häufer Umlauf. In Wuppertal. Und wer ist? Aus. Ja. Und was für Prominente machen damit? Weil Rainer Kallmund ist weg. Shit. Der ist schon bei ärgerlich. Der Passion. Ja, sehr ärgerlich. Also ich hole die heute ab, die Roulade. Fährst dann würde ich nach Hause. Dann würd ich bin nicht da, aber du musst dann zu meiner Mutter fahren. Dann, aber ich esse die dann bei mir zu Hause, nimm das auf. Ne? Ist mir egal. Ich nehme das auf und beschreibe das ganz genau und merke mir dann mein Testurteil. Das werde ich in eine Dezimalzahl fassen bis 10. Und dann wird die große Frage sein, Schmitti, welche Zahl kommt bei mir? Ich möchte, dass das bewertet wird in unserem guten alten Bewertungssystem. Kackwürste. Wie viel von 10 möglichen Kackwürsten gibt es für die Rindsroulade meiner Mutter? Ja. Ja. Meine Mutter ziert sich ein bisschen. Wie bitte? Warum denn? Ich weiß nicht, ich habe es gar nicht angesprochen, aber normalerweise, also früher, hättest du sowas gesagt, du brauchst eine Roulade und du wärst hier aus dem Podcast rausgekommen und dann wäre die Roulade schon da, wird da schon eingespeist liegen. Diesmal gab es gar keine Rückmeldung. Weißt du, woran das liegt? Weil er vor kurzem persönlich da war und die kompletten Schränke leer gefressen hat. Das funktioniert nicht mehr, deine Nummer so. Du warst das Wochenende bei uns. Habe ich jetzt meinen Glanz verloren? Alles weggefressen. Ja. Und die hat halt natürlich komplett durchschaut, dass dir der Wettbewerb da scheißegal ist. Du willst einfach nur 4 Rouladen da auf dem Teller haben. Also das ist eine ungeheuerliche Anschuldigung. Ist eine Vermutung, weil anders kann ich es mir nicht erklären, dass sie... Also Schmidt, ich bitte dich nach diesem Podcast nochmal auf deine Mutter einzuwirken, mit ihr zu sprechen und sie muss liefern. Wie läuft das eigentlich mit deiner Dattelklause, wollte ich wissen. Wir haben ja letzte Woche hier eine neue Rubrik. Brandneu. Das ist keine Rubrik. Leute. Das ist natürlich eine Rubrik. Natürlich! Fange ich auch schon an zu schreien hier, aber wirklich, das macht mich wahnsinnig, wenn du immer sagst, das ist keine Rubrik. Ja. Du kannst dich vor dir selber immer wegrennen. Du musst mal anerkennen, dass bestimmte Sachen so sind. Erst machst du hier ein Riesentheater 2 Jahre, weil wir hier über deine Leguane gesprochen haben. Ja. Ne? Gab es einen Riesenärger bis heute. Ne? Ja. Man darf das nicht sagen, das verbotene Wort. Ja. Er hat Leguan gesagt. Und Echsen und so. Ja. Man darf das alles nicht sagen. Dann durften wir nicht darüber reden, dass du Fantasy-Rollenspiele machst. Ich spiele keine Fantasy-Rollenspiele. Dann willst du nicht, soll man nicht sagen, dass du gerne Fantasy-Metal hörst. All diese Sachen, dass du gerne am Wochenende in die Schenke gehst und Met trinkst mit deinen Freunden und so. Darf man alles dann nicht sagen. Deine Ohrringe dürfen wir auch nicht thematisieren. Dürfen wir auch nicht. Dann dein Tick mit den Magic-Karten. Dürfen wir auch nicht drüber reden. Ja. Ne? Nein, mache ich alles nicht und so. Und wir dann hat er Funcaps gesammelt. Ja. Die sind so aus Pappe und die schnippt man so. Heute dürfen wir auch nicht drüber reden. Goggles, oder wie diese Plastikdinger. Dann Jojo hat er ja auch seine Tricks. Alles darf man nicht sagen. Ja, man kann nichts erzählen und so. Und jetzt gibt's das neue Ding, nämlich... Wirklich ein großer Teil deines Lebens besteht daraus, dass du dich hinter deine Konsolen klemmst. Und zum ersten Mal interessiert das eben auch andere, was du da treibst. Und jetzt muss man hier wieder so ein Bild von dir zeichnen. Weißt du, irgendwann merken das die Leute, weil irgendwann ist nicht mehr genug Persönlichkeit besprechbar, weil du alles verbietest. Und auch so wenig von dem, was du freigibst, kann kein Mensch bestehen. Die Leute merken die Leerzeichen. Und deswegen musst du bestimmte Sachen einfach zugeben mal, damit wir ein 360-Grad-Bild von dir zeichnen können, weil sonst brauchen wir das hier auch nicht weitermachen. Fahr ab den Jingle jetzt. Mach die Dattelklause-Musik. Oh. Mach das jetzt. Wir machen das jetzt. Ja. Jetzt geht's los. Schmittis Dattelklause. Jetzt geht's los. Also,
Mir fällt jetzt gar nichts Schlaues ein, was ich da sagen will. Mich nervt es halt, es ist ja kein Problem, dass ich einfach erzähle, dass ich im Moment die PlayStation entstaubt habe und Elden Ring spiele. Entstaubt. So, was mich da natürlich stört und was ja wirklich auch nicht mehr zeitgemäß ist, ist, dass ihr da Gamer, und ich möchte mich nicht mal so bezeichnen, aber dass ihr die in so ein Licht rückt, als wären die völlig, würden die komplett in einer anderen Welt leben. Das hat doch keiner gesagt. Rumnörden, irgendwie an nichts anderes mehr denken, nur Zitronentee trinken da. Ne? Zitronentee? Und so. Ja, so das Granulat hatte man früher doch immer, wenn man den Tower-PC zog. Und wann streamst du wieder, Schmitty? Nix. Aber das ist dieses Granulat, wo man normalerweise sind Krümel-Tee. Das so Sachen, nee, das ist das Zeug, wo in der Sparkasse immer die Blumen drin waren, ne? Und das habt ihr euch immer in Tee gemacht, das ist ne? Seramis. Ja, ach, Seramis ist das. Okay. Naja, und also das ist halt einfach, ich spiele da ein bisschen, aber das hat jetzt absolut nichts Nerdiges oder so. Also das stellt ihr euch wirklich falsch vor und da könnt ihr eure Lügen da weiter verbreiten. Also, wenn das nicht gar nicht so nerdig ist, ne? Dann erzähl mir doch mal, wie du jetzt Margit den Schrecklichen oder die Schreckliche oder weiß der. Woher hast denn das? Ja, ich bin auch, ich lese auch mit im Internet. Na, was ist denn mit Margit der Schreckliche? Er hat Margit den Schrecklichen, hat er besiegt. Hab ich nicht. Hast du? Oder hast du nicht besiegt, aber hat er ganz lange probiert. Hast oder du wie war denn das jetzt genau? Also, du hast gesagt, es ist nicht nerdig. Okay, dann sag mir doch mal, wie sieht's aus mit Margit, dem Schrecklichen? Hast du da die Armbrust rausgeholt? Was spielst du überhaupt? Du musst auch mich und die ZuhörerInnen erstmal hier ins Benehmen setzen. Was bist du denn da am Friemeln da an deine Konsülchen da? Ich erzähl's, damit das die Armseel Ruhe hat. Ne? Ja. Ich sag nur, ich hab halt. Ist das denn überhaupt jugendfrei, was du da machst? Ja, ja. Ja? Ja, ja. Es ist, dass er da über 18 sind. Unerotische Erwachsenenunterhaltung, ja, okay. Wie ich sage. So, nein, ich habe wirklich am Wochenende mal wieder ein bisschen gespielt, aber ich verzweifle tatsächlich. Muss ich schon lachen. Warum? Weißt du auch nicht. Früher, weißt du, da haben wir uns noch getroffen, haben wir wenigstens noch gesiedelt. In Katan. Ja. Und jetzt hängst du wieder nur vom Bildschirm. Ja. Naja, ich bin wieder kurz davor, dass mich der Mut verlässt, weil ich kämpfe seit 3 Tagen gegen Margit, das grausame Mal, so heißt es, nicht irgendwie der Schreckliche oder so. Mhm. Das ist nämlich der Burgwächter von der Burg des Nordens. Mhm. Und ich bin da am Anfang relativ straight hin zu diesem Endgegner, der den Eintritt in die Burg bewacht. Und hab dann gemerkt, oh scheiße, es reicht noch nicht mit meinen Skills. Ich muss mich erst ein bisschen aufleveln, ein bisschen hochfarmen. Das habe ich dann gemacht. Hochfarmen? Genau, ja, also viele Seelen ernten und dann irgendwie gucken, dass der Level hochgeht. Hast du einen Trecker oder musst du das mit der Hand? Das macht man noch per Hand. Und da habe ich mir die geilsten Waffen besorgt und so. Ne? Also ich bin jetzt wirklich, für Kriegsasche habe ich gesorgt. Ich habe alles eingepackt, um wirklich gerüstet zu sein. Was ich gut finde, ist, dass das nicht so ein nerdiges Thema jetzt ist. Ne? Wo man sich da so nerdig dann da. Es ist aber auch faszinierend. Einfach paar normale Seelen. Gefarmt. Nee, damit ihr mal seht, ich will euch mal kurz erzählen, wie so ein Kampf abläuft gegen Margit. Ja, würde mich auch interessieren. Ja, klar, ey, stell mal vor, man kommt überraschend in die Situation, dann weiß man nicht, was zu tun ist. Ja. Stell vor, Margit kommt ihr in der dunklen Straßenecke entgegen und dann denkt man, oh, jetzt habe ich gar keine Seelen dabei. Was tun wir? Kriegsasche gar nicht raufgefriemelt. Die Kriegsasche überhaupt nicht in meinem Röhrchen dabei. Ja. Ich verstehe ja, dass ihr da Spaß habt, aber es ist ja auch irgendwie. Es ist ernst, absolut. Nein, vielleicht, ich will euch einfach mal sagen, was da auch für Skills dahinter sind bei dem Spiel, damit ihr auch seht, es ist nicht nur so ein Kinderkampf. Nicht nur irgendwas. Ist nicht euer Gianna Sisters so. Nicht immer nur X und Dreieck, das ist richtig was. Das ist nicht hier wie Summer Games auf dem C64. Also, ich muss davor sagen, ich habe circa 300 Versuche bisher verbraten gegen Margit und habe es noch nicht geschafft. Ja. 300. Ich erhoffe mir vielleicht, ich würde jetzt mal so kurz erklären, was ich mache und dann können mir vielleicht ZuhörerInnen, die ihn schon besiegt haben, schreiben, was ich falsch gemacht habe. Mhm. Weil ich will dieses Vieh endlich loswerden. Ne? Ich laufe durch Lindgrave durch, wie Moses durchs Rote Meer. Ne? Also da ist kein Gegner mir mehr gewachsen. So bin ich hochgelevelt. Und könntest du noch ein Bild finden, was noch kryptischer ist für die ZuhörerInnen? Also du läufst halt durch Lindgrave wie ein Biber durch ein Lidl. Ne? Naja, ich bin so stark, dass da kein Gegner mehr in diesem Areal vom Spiel ist, der mir gewappnet ist. Typisch Lindgrave, ja, logisch. Ja, klar. So. Ich habe langsam eine Idee, was das große Live-Event auf ProSieben sein könnte. Twitch also, war gestern. Meine bisherigen Margit-Versuche, wo ich am nächsten dran war, an ihn zu schlagen, will ich jetzt hier mal wiedergeben und dann, wie gesagt, vielleicht kriege ich noch den einen oder anderen Tipp. Ihr könnt mal weghören, es ist auch gar nicht ein Service für euch. Doch. Es ist ein Service für mich. Ich bin da interessiert. Finde das auch gut, dass du das mit so einem Füller aufgeschrieben hast auf deinem Blog. Also, pass auf.
die Spieler kennen es, am Ort der Gnade im Tunnel vor dem Schloss beginnt man. Ne? Mhm. In die Tasche lege ich mir den Geist der Qualle, rechter Hand Schwert plus zwei wertig mit Kriegsasche Donnerstoß. Das wäre so mein Grundsetting, mit dem ich das Ganze angehe. Ne? Mhm. Dann links das Schild, Steuerkreuz unten, rote Flasche, blaue Flasche, damit man da schnell Zugriff hat, wenn es eng wird. Ich laufe zum Nebeltor, Dreieck und R1, damit ich Schwert in beide Hände halte, denn nur so kann ich die Kriegsasche anwenden. Aha. Man geht durch den Nebel, man trifft auf Margit, ne? Düstere Musik beginnt, Dreieck unten rufe ich die Qualle. Die wird beschwört. Gleichzeitig mit R3 werde ich Margit anvisieren. Was heißt das, wenn die Qualle beschwört? Ist das so, wenn. Also so eine Geisterqualle ist das. Ja. 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 Die taucht dann auf und die wird dann den Kampf mit einmischen. Ne? Ja. Dreieck unten rufe ich die Qualle an, Margit anvisieren. Da Hallo. Genau, da muss man schon zweimal nach links dodgen, damit die Feuerstöße von Margit. Das kann man sich jetzt vorstellen wie Krake Paul. Wie Krake Paul, genau. Die du damals die WM-Ergebnisse vorgesagt hast. Na, es ist halt so eine schimmernde Qualle, die dann da in dem Kampf. Ganz, ganz normale, reguläre Qualle. Also, die Qualle ist beschwört, Margit will mich angreifen. Mit seinem Feuer. Ich roll zweimal nach links, die Feuerstöße sind dadurch ausgewichen. Die Qualle schießt auf Margit, daraufhin setzt Margit zum Sprung an. Das weiß man schon. Aber auf die Qualle drauf, ja, das ist jedes Mal so, ne? Dann springt er auf die Qualle, ich renne an ihn ran, zweimal L2 für den Donnerstoß mit der Kriegsasche. Ne? Margit rammt sein Schwert in den Boden, kommt auf mich zugestürmt. Dodge nach hinten, dodge nach rechts vorne, man steht hinter ihm. Donnerstich, nicht zu viel wollen, nicht zweimal hauen, sonst geht schief. Also warum geht das schief? Ja, dann macht er so das dann schnell. Eine Pirouette und haut dich mit dem Schwert kurz und klein. Ja, das wollen wir nicht. Boah, mir explodiert der Kopf. Ey. Margit greift erneut die Qualle an, von hinten attackieren, zweimal Donnerstich. Wenn man Glück hat und wenn man merkt, er kommt ins Taumeln, kann man vielleicht noch so einen Herzstoß machen und ihn zu Boden treten. Wenn das nicht klappt, vielleicht kann man noch zwei schnelle Stöße das heißt hinterher. Vielleicht. Darf ich kurz einmal fragen, also, dass man ihn einfach fragt, ob man rein darf, das wäre ist praktisch am Anfang schon ausgeschöpft. Das ist wie in diesem Teil, Gag, weißt du, wo dann der Hase den Löwen fragt, stehe ich auch auf deiner Todesliste? Ja, kannst du mich da runternehmen? Ja, klar. Ja. Also das ist praktisch, alle verbalen Mittel sind da schon ausgeschöpft. Das ist alles, da gibt es keine Diplomatie mehr. Okay. Dann holt er den goldenen Hammer raus, weil seine Lebenskraft ist wahrscheinlich um ein Drittel geschrumpft, wenn man ihn so bearbeitet hat. Das geht immer Drittel ganz gut. Erst. Ja. Muss auch immer achten, ey. Wenn du da nicht zwischendurch die blaue Flasche da nochmal deine Magie auffüllst, damit du irgendwie die Kriegsasche anwenden kannst oder die rote Flasche, damit deine Lebensenergie immer auf hoch ist, keine Chance. So, dann hol deinen goldenen Hammer raus und da fange ich an zu zweifeln. Großer Sprung, goldener Hammer auf dem Boden. Wenn du da nicht mindestens 3 Rollen rückwärts machst, wirst du erwischt. Aber ich habe auch schon gemerkt, die beste Strategie gegen den goldenen Hammer ist auf ihn zu rollen. Erfordert ein bisschen Mut. Weil, ne, man denkt, man kriegt es da richtig ab, aber auf ihn zu rollen oder ihm durch. Was du alles leisten könntest, wenn du deine Fähigkeiten und deine Konzentration mal für was Vernünftiges einsetzen würdest. Ne? Was du in der Lage wärst, wegzuarbeiten an so einem Wochenende. Das wird mir jetzt langsam klar. Das, was ich jetzt gerade erzählt habe, das mache ich mittlerweile. Das ist so, wie sagt man, wenn man Fleisch nur noch aus dem Rückenmark, so reflexartig, ne? Also passieren diese Sachen. Und trotzdem schaffe ich ihn nicht. Also immer im letzten Drittel, er hat noch ein Drittel Lebensenergie, da kriegt er mich. Aber du bist schon, also was ich wirklich bewundernswert finde, ist, dass du so dranbleibst. Der war ja auch, Schmitty war ja auch vor vielen Jahren der Jimi Hendrix, der Carlos Santana von Guitar Hero. Das stimmt, ja, das wissen viele nicht. Er hat wirklich Guitar Hero, diese Plastikgitarre mit diesen Knöpfen drauf. Ja. Ne? Und das war echt schwierig, ne? Und oder war es so, also wir alle spielen kein Instrument, Schmidt auch nicht, aber in der Zeit, in der du Guitar Hero wirklich perfektioniert hast, hättest du einfach normal Gitarre spielen lernen können und das macht mich wahnsinnig. Ja. Du hast doppelt so viel Zeit investiert, um Guitar Hero zu lernen, was man nicht am Lagerfeuer spielt und ein paar Leute beeindruckt oder so. Ja, und dann hat stundenlang, du hast die kompliziertesten Songs gespielt, man war wirklich, du warst virtuos, du hast die Hände flogen über das Gerät wie lang am Piano. Ja, alles im Expert-Modus und du hast recht, ich könnte bei den Chili Peppers spielen. Aber wirklich, das war irre, wie du das gemacht hast, aber halt leider nur auf diesem ganz kleinen Abschnitt in der Welt der Kulturgeschichte, wo es Guitar Hero Plastikgitarren gab. Also ich hatte alles, ich hatte auch Rockband und so und da war auch Kata Kark, die war sehr gut am Plastikschlagzeug und dann haben wir immer, wie man früher sagte, vorgeglüht. Und da hat eine ganze Rockband da gerockt. Ja, eben nicht. Und das ist ja das Traurige.
Nee, eben nicht. Ja, eben. Ich will dich jetzt nicht ermutigen, dass du wirklich zu irgendeinem Schloss gehst und da irgendwen da mit deiner blauen Flasche da einen überziehst, ne? Ja. Also das ist jetzt nicht mein Hintergrund, dass ich sage, geh doch mal los und verprüge mal einen echten Menschen oder ein Monster oder so, ne? Ich finde vor allen Dingen traurig, dass das ist jetzt so ein bisschen untergegangen, dass dieses ganze Gefriemel, das hat ja gar nichts gebracht, ne? Ist ja genauso jetzt im Eimer wie sonst auch, ne? Was mir dann, ich habe, wie gesagt, das ist nicht gelogen, ist nicht übertrieben. Ich habe bestimmt 300 Versuche bisher verbraten, da ihn zu kriegen. Und irgendwann hat es mir gereicht, dann bin ich mal so einen kleinen Umweg gelaufen, bin durch so eine zerstörten Tunnel durch und ich habe so einen Schleichpfad gefunden, wie man an dem Schloss, den da bewacht, einfach vorbeigeht ins nächste Level. Und jetzt habe ich so ein schlechtes Gewissen. Ich habe ihn also quasi besiegt, indem ich an ihm vorbeigeschlichen bin, aber und bin jetzt irgendwo, wo ich gar nicht sein dürfte, weil ich Margit noch nicht besiegt habe. Ja, ja, das ist ein Ärger. Da kann man kaum schlafen vor schlechtem Gewissen. Aber und wie ist das denn sonst? Ist das, dass du auch zwischendurch, kann man sich das so vorstellen, dass du dann zwischendurch mal so dich so rausziehst, ne? Also ich habe so das Gefühl, in meiner Vorstellung ist das so, du sitzt da vor dem Computer und es ist wie so eine Art Verbindung, ne? Wie so eine Art Stream zwischen dir und dem, ne? Dein Gesicht hat so eine Art, wie so ein Glücksbärchen, ne? Die schießen aus dem Bauch und du schießt aus deinen Augen so in den Monitor rein und das ist so eine Verbindung. Und dann zwischendurch reißt du dich da los und dann gehst du einmal auf die Terrasse, eine durchziehen und dann geht's weiter. Ist das, kann man sich das so vorstellen, dass du da zwischendurch mal so eine kleine Pause, also hektisch auch, weil es weitergehen muss, und dann wieder rein? Ich habe mir tatsächlich Baldrian-Tee gekauft. Ich trinke Baldrian-Tee dabei. Damit du dich nicht so aufregst? Ja, weil das ist wirklich, wenn du halt 200 Mal da immer dieselbe Kacke und dann hast du es ja irgendwie, dann ist er im letzten Drittel und dann wird er schon so nervös und dann fängt er ganz wild an zu schlagen und du weißt jetzt noch 3-4 Treffer, richtige, und dann hast du das Vieh. So. Und dann erwischt er dich mit dem scheiß goldenen Hammer, da kriegst du so eine Wut, da sind das ein oder andere iPad schon, Patch schon durch die Gegend geflogen. Ich muss ja sagen, Spiel, du hast mich trotzdem mit deiner Leidenschaft wieder angesteckt. Ich habe mir das neue FIFA gekauft und habe das auch gedaddelt. Das hat mir wieder Spaß gemacht, aber mir ist trotzdem aufgefallen, du es auch gerade sagst, Klaas, ich werde dann irgendwie nach dem zweiten Spiel werde ich richtig muffig und unglücklich. Ja, dann ist muffig Elden Ring nichts für dich. Nee, das ist gar nichts für mich. Überhaupt nicht. Ich bin da noch nicht so weit. Ey, wir können doch mal nach der Arbeit zocken, wir drei. Ja. Ich weiß nicht, wie früher das. Früher hast du auch gezockt, Klaas. Ja, da hatte ich auch Zeit dafür, aber mittlerweile. Du warst immer süchtig mit so dämlichen Handyspielen. Ja, immer noch. Handyspiel, ja, immer noch, ja, weil ich das immer so nebenbei machen kann. Ja. Das stimmt, das spiele ich mittlerweile, aber das spiele ich wirklich, das ist Body Memory. Ja, was spielst du denn da? Ja, immer noch Threes. Okay. Seit wirklich 8 Jahren, das spiele ich. Dann gibt es so ein Spiel, also Wordle, bin ich natürlich absoluter Experte. Wordle, jeden Abend. Und meistens das neue Wordle mache ich immer schon abends um 22:45. Dann kommt das neue immer. Ne? Um 0 Uhr von der New York Times ist mittlerweile, gibt es dieses Wordle-Ding. Die haben das irgendwie für sich da beansprucht. Und dann gebe ich immer dasselbe Wort ein. Das erste, ne? So mein Ernstel praktisch. Kennt ihr Wordle? Ja, ist bei mir Busen, das erste Wort. Busen? Ja, weil viele Buchstaben, der U, ein S, E, N, also da hat man oft einen Treffer. Mein erstes Wort ist immer Steer. Ach so, du spielst auf Englisch? Ja. Oh, der feine Herr. Der feine Herr. Auf Deutsch finde ich schwieriger, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, warum. Deutsch kriege ich nicht so oft hin, weil mir da viel zu viele Wörter einfallen. Schreibe ich immer irgendwelchen Scheiß hin. Das klingt, also das ist... Das ist noch potenziert, wie wenn jemand sagt, so er versteht nur halb Englisch, aber muss das im Original gucken, ich weil das ist gar, so viel ich besser gar nicht, nee, weil das liegt daran, ich habe gar nicht geschnallt, dass das auf Deutsch gibt. Ja. Ich wusste das gar nicht. Ich dachte, es gibt nur das. Nee, habe ich das immer gespielt. Und ich habe auch noch Wortkarg, das ist genau dasselbe, ist nur so ein Fake halt einfach. Ja, ja. Und so hat man halt so 3-4 Wordles am Tag. Ja, muss man sich mit 3-4 Wordles über den Tag retten. Ja, und dann wieder auf Margit losstürmen, ne? Ja, klar. Das ist unser Leben, ne? Wir werden irgendwann, werden die Enkel bei uns auf dem Schoß sitzen, dann werden die sagen, Opa, erzähl doch mal. Und dann werden wir sagen, du, ich habe mir erstmal abends um 12 habe ich mir meinen ersten Wordle reingeknallt. Ja, da haben wir gewordelt wie die Verrückten damals. Wir waren richtig wild drauf und dann ging es auf. Erzähl noch mal die Geschichte mit der blauen Flasche. Wo ist deine Kriegsasche? Ich habe ganz viele Zuschriften gekriegt, ich möge doch mal mein Unterland da twitchen, also streamen. Mhm. Sollen wir das mal machen? Nee, dem würde ich gerne eine Absage erteilen. Nein, lass uns Knossi holen. Ja, ich würde auch eigentlich gerne mal sowas twitchen. Du kannst doch bei Knossi auf dem Kanal das machen. Du musst doch gar keinen eigenen Kanal haben. Du kannst doch einfach bei Knossi... Nee, wenn dann so schön... Naja, wir announcen den dann da. Ja. Ich frage Knossi, dass du da auf seinem Kanal spielen kannst, dass du direkt so eine Crowd hast. Du klärst das. Ich kläre das ab, natürlich. Und dann kannst du da mal schön daddeln. Ja.
Und dann musst du auch mit den Leuten da reden, die das da kommentieren. Ja, du musst da noch im Chat was. Das könnt ihr ja vergessen. Du kannst da ruhig auch mal ein paar Achtjährige unterhalten. Ja, das könnt ihr vergessen. Das ist schon interessant. Ja. Das finden die schon gut, ne? Wenn dann, wenn das für die ist, das kurios, dass einer wie du dann da auf einmal spielt, ne? Das ist schon interessant für die, ne? Ich habe da gerade schon in den Abgrund geblickt, ne? Also ich habe ja nur durch eure Dattelschenke da oder was? Wie heißt es? Dattelklause. Dattelklause. Kriege ich halt wirklich das Postfach zugemüllt mit irgendwie Beschimpfungen, wie ich es wagen kann, wie ich das und das über falsch mache, wie ich das sage und so. Und bei so einem Stream, ne, dafür bin ich wirklich psychologisch nicht ausgestattet. Ne? Wir werden das hinkriegen. Ich werde dich da beraten und Was werden wir beraten? Was wirst du denn da beraten? Ja. Wir coachen dich da. Ich komme mit. Ich komme einfach mit. Ja, ich komme mit oder so. Oder ich komme nicht jetzt im physischen Sinne mit, sondern ich komme inhaltlich mit. Ich gehe da mit. Hä? Ich gehe da mit. Du gehst da mit. Ich gehe da mit. Also wenn man sagt wie beim Pokern, gehst du mit, sag ich, gehe ich mit. Also ich bin patsch dafür, dass du das machst, wollte ich sagen. Habt ihr aus der Krötenstory nichts gelernt? Wieso, wir waren doch ja, da. Ja, es ist ja immer. Kommt bald im Fernsehen. Ja, ja. Wann denn eigentlich? Müssen wir ja mal schauen. Es wird noch geschnitten. Ist es so gut, dass wir mal schauen müssen, wann das läuft? Es ist eine Saga. Der Peter Jackson hat auch nicht, war da 3 Minuten irgendwie in Neuseeland, an nächste Woche lief da Herr der Ringe 3 Teile. Da musste unser Rauli, ist da am Friemeln, am Machen und am hier Tipp auf dem Schnittboard und so. Dauert einen Moment. Ja. Ja. Ich will ja nur sagen, es ist ja das eine, wenn wir jetzt hier lustig sagen, komm, wir streamen mal, ne? Ruckzuck haben wir nämlich die ganze Meute am Hals und irgendwie sehe ich es halt kommen, dass wir vor so einer beschissenen Kamera sitzen und uns um Kopf und Kragen reden. Wieso wir? Und das gilt es zu vermeiden diesmal. Ich nicht. Du gehst mit, hast du gesagt. Ich gehe da inhaltlich mit, habe ich gesagt. Ich gehe nicht physisch mit. Ja, gut, dann ist es. Also es wird nicht passieren. Schönen Gruß an Knossi. Wird nicht passieren, ne? Merkt euch das mal. Merkt euch, hört mal genau hin, was er gerade gesagt hat. Er hat gesagt, es wird nicht passieren. Merkt euch das einfach. Diesen Moment, diese stabile Behauptung von Thomas Schmidt, dass es nicht passieren wird. Ich will euch kurz noch mal was zum Thema, wichtiges Thema jetzt mal. Was heißt das denn? Jetzt mal wirklich was Wichtiges. Thema Kaffee, ne? Es ist so. Wann soll ich den Opener abfahren? Exquisiter Kaffee. Handgefertigte Macarons, sehr gute Weine. Der Genuss bei Jakob Lund. Es ist so, es ist wirklich, ist schnell erzählt, Klaas, weil ich will deine Geduld nicht überstrapazieren. Die erst daddeln, dann Kaffee, ne? Aber was wirklich traurig ist, dass in Deutschland sind wir wirklich ein Entwicklungsland des Kaffees. Und es ist mir nochmal richtig eindeutig geworden an einem Wort. Für den Deutschen ist der Kaffee ein rein technisches Getränk. Es ist für ihn ein Wirkungsgetränk. Der Kaffee wird getrunken auf den Effekt soll wach machen. Dazu noch lecker Flüppchen. Ne? So wie Leute in Norddeutschland einfach Korn saufen und Leute aber in Frankreich sich über 1000 Jahre Gedanken machen, wie man guten Wein aus Trauben macht. Sagen Norddeutsche hier 3 Kartoffeln in Eimer, dann wird das Korn, damit kann man Sachen reinigen und das in die Birne kippen, dann ist man im Ergebnis besoffen. In den Trecker und in die Birne. Ne? Exakt, Beschuss in den Trecker. Dann man trinkt dann einfach, man trinkt da sein Korn, ist dann einfach, man wartet drauf, schnell besoffen zu sein. So trinke ich auch Wein. So, und so trinken Leute in Deutschland Kaffee. Und das ist mir oft mal in der ganzen Sprache, die es in Deutschland gibt für Kaffee. Man sagt zum Beispiel Kaffeepulver. Da wird sich bei euch gar nichts regen. Nö. Aber es ist nicht ein Pulver, da gießt man ein Wasser drauf und säuft dann Kaffee und raucht Zigaretten. Es ist eigentlich, sind es ja Bohnen und die werden gemahlen und man spricht eigentlich von Kaffeemehl. Es ist ein organisches Produkt und da merkt man mal wieder, Leute machen einfach ein Pulver, heißes Wasser, dann saufen die das. Und dann sagen die noch, habe ich hier auch schon mal gesagt, und das regt mich zu Tode auf, der muss nur schön heiß sein. Als ob heiß sein ein Geschmack ist. Leute, heiß sein ist eine Temperatur eines Getränks. Schön heiß ist gar kein Qualitätsmerkmal vom Kaffee. Leute sagen auch so einer Imbissbude, ja, ich habe dir einen schön heißen Kaffee gemacht. Schön heiß ist nix. Versteht ihr, was ich sagen will? Aber weißt du, wenn man gesellig sein will, ne? Ja. Dann sagt man auch den schönen Satz, willst du noch was heißen drauf? Was heißt das dann? Ja, wenn man jetzt zu lange gewartet hat und der Kaffee ist kalt geworden und man hat nur eine halbe Tasse noch vor sich. Dann schippt man nochmal. Willst du noch was heißen drauf? Das ist die ganz frühe Form des Free Refills.
Ah, ja. Also, ich möchte nochmal dafür werben, wenn ihr euch morgens euren Kaffee macht, dann schmeckt doch mal hin, was sind das überhaupt für Aromen, dann bitte nennt das nicht mehr Kaffeepulver, sondern Kaffeemehl und denkt daran, dass da eine Frucht extra an einem Baum gewachsen ist, die wurde geröstet und dann ist also das immer also in den Aluminiumkapseln da ist dann Mehl, ist eine organische Substanz drin. Ja. Kapseln, überhaupt das, aus der Hölle. Und die Pads? Noch schlimmer. Nee, nicht, also für die Umwelt nicht so schlimm. Und meine Stimme verlässt mich schon vor Zorn. Ich muss jetzt noch so ein Stimmtablettchen nehmen. Ja. Vielleicht einen heißen Kaffee für die Stimme. Schön heiß, ne? Mhm. Überleg mal, es ist absurd. Man sagt auch teilweise in Deutschland zu essen, das Essen ist so richtig schön heiß. Und da liegst du Sonntag mittags vor, liegst auf der Couch. Auf der Couch, wo du da am Daddeln bist, ja. Gucke ich raus in die Sonne und werde auf einmal stinksauer. Und wer ist jetzt der Freak? Tja. Wir müssen gleich noch eine Reise antreten, ne, Schmidt? Jawohl, wir gehen auf Wanderschaft. Mhm. Ja? Ja, Schmidt ist ein bisschen bist du, nicht so schlimm, aber ein bisschen bist du ein nervöser Reiser. Mhm. Ne? Ein bisschen. Ja, das stimmt. Aber, also Jakob ist der nervöseste Reiser der Welt. Mit dem kannst du gar nicht zum Flughafen. Der will nämlich 3 Stunden früher da sein. Ich will immer früh sitzen. Hat einfach panische Angst, dass er irgendwo hinrennen müsste. Ja, das meine ich. Nee, ich hätte es mir nicht gern. Und wirklich ganz nervös. Auch so einer, der halt 5 Stunden vorher schon auf dem Handy das Ticket bereithält, ja, und sowas. Ja. Ne? Und möchte nicht in eine Hetze verfallen. Du bist komplett kaputt, Klaas. Also ja. Weil mit dir macht gar nichts mehr was du aus. Du bist, ne, komplett zerreißt einfach schon. Ja. Zerrissen. Ja, das macht dir alles scheißegal. Ja, aber ich bin heute ja, ich lasse mich von deiner Reiselust ein bisschen einstecken und dadurch habe ich auch eine größere Freude, weil wenn dann nämlich alles klappt, wird Thomas auch so ganz euphorisch, wie Leute, die nicht so oft reisen. Ne? Es gibt ja Leute, die sich dann so darüber freuen, dass das alles klappt. Mhm. Das sind ja diese, so eine Gruppe, das sind meistens Trupp. Meistens so Frauen um die 60, die sich dann schon so in der Wartehalle da zusammensetzen, wo man so richtig merkt, die gute Laune und die Aufgeregtheit, die läuft so richtig über bei denen. Ja, man wird dann gackrig. Nee, gackrig, genau. Und eine holt dann noch ein Piccolo raus, mhm, und dann wird über alles und jeden gelacht und da sind die so ein bisschen zu laut und schreien rum und freuen sich einfach so wahnsinnig. Also meistens kommen die dann, so stelle ich es mir mal vor, am Reiseziel an und sind völlig leergeschossen. Ja. Also können gar nichts mehr. Dann heißt es, ich muss mir erstmal hinlegen. Wir müssen es erstmal ein bisschen akklimatisieren und am nächsten Tag geht dann ganz normal wieder mit der normalen Lebenstemperatur der Urlaub los. Und und heute reise ich mit dir, jetzt nicht sonst wohin. Wir hatten durchaus schon interessantere Reisen, aber heute geht es nach München. Ja. Und da freue ich mich drüber, dass wir heute zusammen reisen. Ja, für mich wird es in der Tat sehr interessant, weil dieser Podcast kommt ja von Donnerstag auf Freitag Nacht raus. Mhm. Deswegen kann ich auch erzählen, wo ich hinreise noch. Ich mache nämlich noch einen kurzen Abstecher, bevor ich zu JKP 7, also Joko und Klaas gegen ProSieben Aufzeichnung in München komme. Und zwar, mein Vater sagt seit circa 10 Jahren, also der ist jetzt auch in einem Alter, ist nicht uralt, aber hat die 70 schon überschritten und der fährt leidenschaftlich Ski und der hat mir mit 1,5 Jahren schon Skifahren beigebracht. Ich bin 10 Jahre hinter ihm Bögelchen hinterher gefahren und sowas. Ne? Der hat ganze Generationen irgendwie das Skifahren beigebracht. Und er ist manchmal so ein bisschen pessimistisch auch und sagt dann, wie lang ich denn noch fahren kann und wenn ich es da einmal im Rücken kriege, dann war es das für mich mit dem Skifahren. Und der hat immer wieder bei jeder Gelegenheit an Weihnachten, an Ostern, immer wenn ich da zu Besuch war, hat er immer so gesagt, ach Mensch, ey, ich würde mir mal wünschen, mit dir nochmal Skifahren zu können, mit meinem Sohn da nochmal Ski, wer weiß, wie lange ich noch kann. Und das ist mir immer so im Hinterkopf, da hatte ich immer so, oh fuck, so ein schlechtes Gewissen und es klappt dann wieder nicht. Und wenn dann die Zeit eigentlich ist, dann hat man ja selber einen Urlaub geplant und so. Und er ist jetzt in der Nähe von München Skifahren diese Woche. Mhm. Und ich werde jetzt da hinfahren und werde ihn überraschen. Also ich werde da auf einmal stehen mit meinen gemieteten Skiern und sagen. Sollen wir noch Kai Pflaumen bescheiden, dass du so ein Teelichterherz machst? Und das brauche ich gar nicht. Meine reine Anwesenheit wird da Magic sein. Ja. So ist die Hoffnung. Also vielleicht gibt es auch lange Gesichter. Ich finde das schön. Mir fallen da keine Witze zu ein. Ja, ich finde das sehr schön, sehr herzlich. Ja. Und ich finde das gut, dass du sowas machst. Weil wir haben ja letzte Woche gelobt über die Position oder die gelernte Rolle, die deine Eltern haben. Genauso muss man sich aber auch dann auf der anderen Seite benehmen können. Das ist ja, letztendlich bist du ja,
das Ergebnis dieses Verhaltens. Stimmt, ja, muss auch mal Sohn sein. Als gut, ne? Gut erzogenes, ja, Kind und so. Aber dann muss man das auch ab und zu, muss man seine Fähigkeiten auch mal unter Beweis stellen, dass man eben auch ein guter Sohn sein kann, und das macht man. Und das sind schöne Erinnerungen, die man hat. Ich kann euch das auch zu Hause allen nur empfehlen, dass ihr hin und wieder jetzt vielleicht, ich weiß ja nicht, wie alt ihr seid und so, aber es wird so sein, egal wie alt ihr seid, dass irgendwann der Tag zu spät ist, gerade vielleicht auch mit den Großeltern. Das ist ja eine Zeit, die leider noch schneller abläuft und so. Und ich habe das auch gemacht. Ich habe mit meiner Schwester mal zusammen, bin ich mit meiner Oma, als sie noch lebte, in ihr Heimatdorf gefahren in Schlesien. Oh. Mittlerweile Polen, damals nicht, in der Zeit, in der sie da gewohnt hat, ist sie von da weggegangen, war also, weiß ich nicht, 40 Jahre nicht mehr da oder so. Super lang. Und dann bin ich mit meiner damals schon, ja auch natürlich alten Oma dann dahin gefahren, mit dem Auto von Berlin aus. Und haben wir da 3 Tage Zeit verbracht. Und es war wirklich sehr schön. Sah auch ganz toll aus, ganz schönes Dorf und so. Und das ist interessant. Also wenn ihr selber älter werdet oder man selber älter wird, bekommt man, wenn man die richtigen Situationen herstellt, das hängt natürlich auch mit dem Engagement zusammen, man kann weiter immer dieses Enkel-Oma-Ding machen. Und dann kriegt man so Bonbons und kriegt mit 35 noch 20 Euro zugesteckt. Das kann man eh immer durchziehen. Die Ebene, die läuft, die ist gelernt, die kennt man aus der Kindheit. Aber irgendwann kann man, wenn man die richtigen Umstände herstellt, nochmal so eine andere Facette, dann stellt man so fest, oh, das ist ja nicht einfach nur meine Oma, die ist ja auch ein Mensch. Ja. Die hat ja auch andere Dinge noch zu erzählen und hat auch selber Dinge erlebt, die vielleicht interessant sind für mich und so. Und wenn man die richtigen Umstände herstellt, das geht natürlich mit den Eltern auch, wenn man selber ein bisschen erwachsener ist, aber erstmal mit den Großeltern. Und dann kriegt man auf einmal so einen ganz anderen Zugang, kann sich also besser vorstellen, wie die Gedanken waren, als Oma 25 war oder so. Und dann kommt man dem Menschen dann doch nochmal ein bisschen näher, weil das dann eben nicht die gütige Oma ist, die alles niedlich und toll findet, was man macht, sondern die auch ganz andere Ideen hatte. Und da in diesem Urlaub, dieser Kurztrip, den wir da gemacht haben, zu jedem Fenster, zu jedem Haus, zu jeder Bäckerei, die da war, zu jedem Stein an der Kirche, fiel ihr eine Geschichte ein. Und das war ganz herrlich, das war total toll. Dann gab es ein Auto in dem ganzen Ort, das hat meine Oma dann angefahren, weil sie irgendwie aus irgendeinem Grund sehr gut drauf aus dem Metzger rausgerannt ist. Und dann kam dieses eine Auto angeknattert, peng, hat man nicht mit gerechnet, aber hat sie offenbar überlebt. Und das war total gut. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Und dann hat man durchaus sehr menschliche Situationen. Also wir waren dann auf der Landstraße unterwegs, hieß es, Oma muss jetzt aufs Klo. Gesagt, hier ist kein Klo, Oma, hier ist der Wald. Und da kommt man sich näher. Und dann, wenn dann beide so drüber lachen müssen. Na, Oma, warst du gerade im Wald? Hätte ich auch nicht mitgerechnet, dass das nochmal passiert. Sag, so, siehst du? Oh Mann. Ja, ich glaube halt, mein Vater, also das ist halt zu pessimistisch, der wird mir noch davonfahren. Der ist nämlich leider auch fitter als ich. Und ich habe mir aber die PlayStation eingepackt und wenn mich das alles nervt, dann spiele ich da PlayStation. Ja, und da freut er sich. Aber man muss aufpassen, weil auf den Skiern kann man nochmal, ich sag mal, 40 sein, auch wenn man eigentlich 70 ist. Mhm. Und die gefährlichsten Leute auf der Skipiste sind so Manager-Typen um die 60, die es nochmal wissen wollen. So graumelierte Herren, die normalerweise ein Audi A4 Quattro fahren oder so, die dann da runterschießen, als gäbe es keinen Morgen. Und für einige gibt es da nämlich auch keinen Morgen mehr. Weil das halt wirklich, das sind so welche, die dich so auf 3 Zentimeter schneiden, um nochmal ihre Männlichkeit unter Beweis zu stellen, weil auf den Skiern merkt man es nicht so. Ah, so ist mein Vater nicht. Nee, so ist sein Vater nicht. Aber man muss aufpassen auf der Piste auf solche Leute. Ja, auf Politiker. Auf Politiker muss man aufpassen, auf Ministerpräsidenten. Und grundsätzlich, also mein Vater, der war so jemand, der da graumeliert, wie der grauschwarze Blitz, ist der da runter gesaust und hat nochmal allen gezeigt, was für ein toller Hecht er ist. Ne? Muss man sehr vorsichtig sein. Ich bin in diesen Stunden vor allen Dingen in Gedanken bei Mark Terenzi und Jenny Elvers. Oh. Die sind ja jetzt ein neues Paar. Mhm. Und da wollte ich den beiden einfach für das junge Liebesglück erstmal alles Gute wünschen. Wieso, warum? Einfach, weil ich feststelle. Warum ist dir das jetzt wichtig? Naja, weil kennst du die persönlich oder wieso? Überhaupt nicht. Also wobei, ich habe mal neben Jenny Elvers im Restaurant gesessen. Deswegen habe ich schon irgendwie eine Verbindung, das Gefühl einer Verbindung. Aber, also einfach, sie saß am Nebentisch. Aber ich merke, dass mich dieses Thema irgendwie besonders berührt. Dass die beiden da jetzt, die hatten ja auch viel Pech mit Partnern und Partnerinnen. Und dass die jetzt nochmal so frisch zusammenfinden, in der Fernsehsendung offenbar,
Da freue ich mich richtig. Ja, die haben sich wohl irgendwie bei Dreharbeiten kennengelernt. Auf Sat 1. Sat 1 kennengelernt. Ja. Ja. Viele lernen sich ja so bei Tinder kennen und so, die eben auf Sat 1. Und ja, irgendwie habe ich da so, da fieber ich richtig mit, muss ich sagen. Das wäre auch für mich nochmal ein Grund, weil ich wirklich diese Woche kurz davor die Gala zu kaufen, um da einfach noch ein paar Infos zu bekommen. Ich stehe immer da im Zeitungskiosk, Spiegel und Gala in der Hand und das ist frei nach Stuttgart Barre, der das auch mal gesagt hat, die Gala hat immer das bessere Cover. Immer. Übrigens, das muss ich erzählen, unser Kollege Basti war ja, hatte auch irgendwann Corona vor einem Monat oder so, ne? Mhm. Und dann habe ich dem da auch so Sachen vorbeigebracht. Ne? Es ist so gehört es sich ja, ne? Bisschen was lecker zu essen und ein paar Zeitungen irgendwie, ne? Also ein paar Magazine. Und weil ich fand das einfach turbo witzig, habe ich dem halt so eine Tittenzeitung auch gekauft. Ne? Mhm. Ich habe aber ein paar Zeitungen gekauft, wo ich vermutet habe, die interessieren ihn wirklich. Wie Brand 1, Die Zeit, glaube ich, den Spiegel, dann noch irgendein Magazin über Autos und dann diese Tittenzeitung. Es war ganz schwer, diese Zeitung überhaupt zu finden. Also es war richtig so ein handelsüblicher Kiosk und es gibt gar nicht mehr so diesen Bereich, wo so die Tittenzeitungen sind und so. Erotik. Du magst recht haben, aber in dem Fall reden wir wirklich von einer ganz klassischen Tittenzeitung, die für ein ganz bestimmtes Klientel ist, von LKW-Fahrern, die Malle-Hits haben und die sich nur nicht so aufregen, weil sie gut gefickt haben. Das ist eine Tittenzeitung und genau das mache ich, das kann ich nicht anders formulieren. Ja? Ist mir durchaus bewusst, gibt es hier auch Zeitungen für ganz feine Erotik, das habe ich nicht gesucht. Ne? Und ich habe da richtig lang die guten Zeitungen so beiseite stöbern müssen, bis ich die einzige Tittenzeitung da gefunden habe. Dann habe ich die zusammengelegt, diesen Stapel, und bin zur Kasse. Und wir sind ja gar nicht mehr gewohnt, unsere ganze Generation, dass man unangenehme Sachen live kauft. Ja. Das kann man ja durch sogenannte Interweb komplett vermeiden. Wir ersparen uns ja jeden sehr persönlichen Kauf, alles, was in die Richtung geht, dass man das damit stimmt. Nicht identifiziert werden möchte. Das macht man online. Und hier war ich also wirklich face to face mit der Kioskfrau. Und dann habe ich jetzt sogar, ich muss das jetzt umarmen, diesen Moment. Ich kann mich jetzt voll schämen und dann bin ich nur in der Wahrnehmung beschäftigt mit Schämen und peinlich oder ich mache so einen halbguten Witz und um das so wegzulachen, sage ich für einen Freund und so. Und auch im Bewusstsein, dass der Humor auch jetzt nicht Premium ist, jemandem eine Tittenzeitung zu schenken. Vor allen Dingen wollen die das auch gar nicht hören. Das wollen ist die nicht hören. Das ist ja so. Was zwingst du ihr deine Beklommenheit auf? Exakt. All das, und da bin ich auch stolz, da habe ich drauf verzichtet, sondern ich habe mich ganz doll konzentriert auf den Moment, wenn sie in dem Stapel zur Tittenzeitung kommt, mhm, um zu beobachten, wie geht jetzt die Frau, die verkauft, damit um? Wie reagiert sie darauf? Wie wird sie versuchen, mir ein Gefühl der Normalität zu vermitteln? Und sie hat dann so die durchgeführt, sie musste die einzeln scannen, Brand 1, Zeit, alles normale Zeitung, aha, ein schlauer Herde hier einkauft und dann diese wirklich asoziale Tittenzeitung. Ne? Und da hat sie wirklich kurz gestockt und man hat so im Kopf so, hä? Sowas hat man so gesehen an der Stirn. Sie hat sich wahrscheinlich gefragt, ob sie sich ansprechen soll, ob die reingerutscht ist. Hat sie wahrscheinlich, es ging ein Tornado an Gedanken in ihr die los. Die auch. Und dann hat sie so eingetippt und das fand ich sehr, sehr interessant. Jetzt lag diese Tittenzeitung auf dem Stapel oben für einen Moment. Als sie mir die aber ausgehändigt hat, die Zeitung, hat sie die nochmal unter die anderen Zeitungen sortiert, dass sie im Stapel waren und dass ich praktisch Gesichtswahn mit der Feinbrand 1 und der Zeit so eingewickelt rausgehen konnte. Es gibt bestimmte Sachen, die man dann anders zeigt. Das ist halt, früher war es im Pornogeschäft die berühmte braune Tüte, wo man nicht reingucken konnte. Und Es gibt ja auch, wenn man auf dem Fischmarkt ist, da macht man es dann andersrum. Da wickelt man praktisch vor Scham die Bildzeitung in einen Fisch ein. Aber denkst du, die Verkäuferin dachte, du kaufst die Zeit und Brand 1 und alles, nur weil dir es eigentlich um das Tittenheft geht? Das glaube ich schon. Das ist so, wie wenn man irgendwie so drei Kaugummis früher in der Videothek, was man da sich alles zusammengeliehen hat. Genau, ne? Ja. König der Löwen. Mhm. Ja. Was zum, ja. Naja. Aber was ist die Moral von der Geschichte? Weiß ich auch nicht. Ja, die Moral von der Geschichte, schäm dich nicht. Ja. Ja. Umarmen, ne? Ja, genau. Also das ist wirklich so eine schöne Formulierung, dass man also, man könnte es auch die Flucht nach vorne nennen, ja? Mhm. Also, dass man einfach diesen Moment dann einfach durchhält. Mal wahrnehmen, und, ja. Ja, wahrnehmen, ja. Dass man das auch schön findet, in solche Momente noch zu kommen, wo irgendwas los ist. Genau. Im Kopf. Ja. Ne? Das ist ja wirklich auch gut. Ne? Das ist die Empfehlung. Ja, genau. Auch wenn du jetzt so deine Reisenervosität hast oder sonst was, man muss immer
froh sein im Leben, wenn man nochmal aufgeregt ist. Das stimmt. In unserem Alter, ich weiß nicht, ich bin mittlerweile 56 und ich habe in vielen Leben, glaube ich, gibt es nicht mehr Situationen, wo man aufgeregt ist, und ich freue mich über jede Aufregung in meinem Leben. Auch wenn sie manchmal negativ ist, muss man auch dann irgendwie so anerkennen. Spiel Elden Ring. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt nochmal anfange. Ich habe so ein paar Idiotenspiele geschickt bekommen, die ich spielen soll von Leuten. Ne? Also so irgendwas, wo man da so rumschießen kann. Ach, sehr nett. Lieb, wollte ich sagen. Was ist das? Nett. Lieb. Ja, du bist richtig abgemeldet. Ich kann nicht richtig reden. Meine Stimme hat mir jetzt einen Saft abgedreht. Ein fette Party gemacht, ne? Ja. Ja. Du kommst jetzt in dein Büro, da kannst du dich ausschlafen. Dankeschön. Ne? Aber ich bin gar nicht die müde. Liebesbriefe schreiben. Ja. Genau, du kommst wieder da rein, kannst ein bisschen rumstinken da in deiner Pubertät, dann kannst du ein bisschen deine Dämpfe absondern. Ja, ein bisschen Flips essen. Ja, genau. Ja. Und, 5 Minuten Terrine. Ja, du kriegst da so eine glänzende Stirn in der T-Zone. Und dann immer so, Jugendliche sehen ja auch immer so aus, die haben dann so weiße Haut, dass praktisch die Zähne ein bisschen gelblich erscheinen. Ja. Das ist auch ganz normal. Die fahre ich auch gern an. Ganz oft sehe ich so Jugendliche irgendwo so und denke mir, will denen richtig so eine Orange schenken. Denke, iss sie mal auf, ist gut für dich. Iss mal eine Orange, Alter. Du siehst selber schon aus wie ein ungetoastetes Toast mit Schablettenkäse. So. Ja, und wir zwei, wir packen jetzt unsere Sachen. Und gehen auf Wanderschaft. Und gehen auf Reisen, ne? Ja. Okay. Gut, ja, dann war das jetzt mit Baywatch Berlin. Dann müsst ihr jetzt wieder Lanz und Precht hören oder was noch so über ist im Podcast-Regal. Mhm. Ne, jetzt guckt man, jetzt ist Baywatch, also das Baywatch ist jetzt weggehört. Ist und jetzt muss man so in den Top 5 gucken, kann man, was ist jetzt los? Was kann man sich jetzt noch anhören, ne? Gibt es noch gute Tipps von Precht wegen Ukraine? Mhm. Hat er da noch was auf dem Zettel, wie man das Problem da löst? Aha. Keine Ahnung, also es ist Bewegung drin und ansonsten freuen wir uns schon auf nächste Woche. Late Night Berlin kommt Dienstag und ich habe mich mit Kurt Krömer vertragen, ja, habt ihr euch. Genau. Letztes Mal, als er da war, also das kann man sich vielleicht bei YouTube nochmal anschauen, da ist aus irgendeinem Grund ist das Ganze so ein bisschen schief gelaufen, ne? Da ist, irgendwie war der sauer auf dich. Ne? Ja, naja, der hat Terz gemacht. Aber ihr habt euch jetzt ja vertragen, jetzt kommt er wieder. Ja, ja, der hat da ein ganzes Buch hat er da drüber geschrieben. Der kommt direkt von der Côte d'Azur, weil das Buch ist ein absoluter Bestseller und dem geht es richtig gut auch, hat er gesagt. Ja, ja, total. Der hat sich da richtig ganz viel Geld auch ausgegeben und so, meinte er. Ja, der ist knallbraun, ja. Ja, ja. Der ist so ein bisschen, also der ist so richtig, steht gut im Futter. Genau. Aber hat praktisch alles braun. Ja. Richtig. Also er freut sich zu kommen. Ja, ich freue mich auch, dass er kommt. Gut, Schmidt. Du gehst wieder Quatsch machen in München, ne? Jetzt. Was genau. Steht an? Grimme-Preis wohl nicht. Tschüss. Alles Gute, alles Liebe. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.